Ist das Küken männlich, lebt es nur kurz. Denn in der Legehennenzucht wird es nicht gebraucht. 2018 wurden bis zu 42 Millionen Küken in Deutschland gleich nach dem Schlüpfen getötet. 2019 bis zu 45 Millionen. Das ist eine unglaubliche Anzahl. Es sind noch mal 3 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Das heißt, die Zahl ist gestiegen. Dabei ist uns ja von der Bundesregierung und insbesondere der Landwirtschaftsministerin versprochen worden, dass das endlich beendet wird, dass Schluss damit ist. Stattdessen nimmt es sogar noch zu. Im Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD vereinbart, bis 2019 das Kükentöten zu beenden. Inzwischen strebt Landwirtschaftsministerin Klöckner sogar erst Ende 2021 an. In kleinerem Umfang werden schon jetzt technische Verfahren angewendet, die das Kükengeschlecht bereits im Ei feststellen. Diese sollen laut Firmenangaben in den nächsten Monaten breiter verfügbar sein. Trotzdem hält die Geflügelwirtschaft auch die neue Zielmarke der Landwirtschaftsministerin für nicht erreichbar. Wir werden bis dahin Ende 2021 möglicherweise 18 Millionen, vielleicht 20 Millionen weniger Küken, weniger Tötungen von Küken haben. Aber das volle Ziel erreichen wir erst in den Jahren danach. Für Verbraucher würde ein Ei, für das keine männlichen Küken getötet werden, etwa 2 Cent mehr kosten.